Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Cyberpunk 2077. Ultimate Edition. So, ich bin gerade überlegen. Wen haben wir denn da? Eine Freundin guter Knarren. Ja. Zeig mal. Ich habe kein Geld. Zielfernrohr. Die schlechter. Nur Angriffstempo ist schneller. Powermaschinengewehr leicht. Waffenhandhabung. Aber hat auch, oh ja. Okay. Brauchen wir das alles? Keine Ahnung. So. Dann da ist er. Ich wollte schon sagen, hä? Die lang erwarteten Reparaturen der Ring Road East könnten schon nächsten Monat beginnen. Schätzungen zufolge müssen rund 20 Millionen Euro-Dollar in diese Hauptverkehrsader investiert werden. In erster Linie will man sich auf Effizienz sowie Antinomadenbarrieren konzentrieren. Und das waren sie, die neuesten Lokalnachrichten. Nach der Pause werfen wir einen Blick auf Neues aus der Welt. Müssen wir zum Afterlife oder können wir noch was anderes vormachen? Ich meine ja nur. Oh. 70% echtes, blutiges Fleisch. Slaughterhouse. Folge. Hier. Na, kann ich nicht. Finde den Ring. Können ja mal das hier hingehen. Achso. Rage, Blut. Ich muss mal eben was einstellen, glaube ich. Ausgeglichen. Sichtfeld, Bewegungsunschärfe. Aus. Filmkörnung, ach, von mir aus. Aber eigentlich brauche ich das auch nicht aus. Taktschatten, bla 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 bla. Erstmal anwenden. So. V-Sync ist aus.
Maximale FPS ist aus. HDR-Modus. Imiri verringert die Systemlatenz und verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit des Spiels. Irgendwo habe ich mal was gesehen, aber ich habe Mengendichte. Was ist eine Mengendichte zum Beispiel? Das hat dann wohl nichts zu sagen. Ich dachte vielleicht weniger NPCs oder so. Sauwetter. Ich will doch noch nicht zu Afterlife. Nein. Ist das weg? Oh, ich bin zu spät wahrscheinlich. Was? Wer weiß, was sich da erwartet, ja. Gucken wir halt. Schauen wir mal. Was mich hier erwartet. Mann, ich... Oh! Kriegst du auch Geld? Was ist dein Problem? Kommt drauf an. Was ist dein Problem? Echt jetzt? Willst du vielleicht noch meine Krankenakte? Will nur sicher gehen, dass es keine Cyberpsychose ist oder so. Es ist... Oh! Eins meiner Implantate! Zufrieden? Hilfst du mir jetzt oder was? Na klar. Sehr gut. Worauf warten wir dann noch? Oh, zum Auto. Schnell. Ey, du Vollpfosten. Ach, er ist schon da. Stand drauf. Lass mich raten. Mr. Stud-Modell XCV-19? Ja. Woher weißt du das? Ich kenne mich mit Implantaten aus. Auch mit den illegalen. Defekte Modellreihe. Wurde zurückgerufen. Wird nur auf dem Schwarzmarkt vertickt. Hey! Danke, dass du mich nicht auslachst. Weißt das zu schätzen? Leicht ist es nicht, ehrlich gesagt. War ja klar. Oh, fahr einfach! Nietze sie um! Bleib mal cool. Nicht. Die sind gleich weg. Cool? Fuck! Das brennt wie Sau! Und ich soll cool bleiben? Chill mal. Ich gebe mein Bestes. Hab ich beim Output auch gesagt. Hat ihr scheinbar nicht gereicht. Verdammte Scheiße! Fuck! Kannst du wenigstens aufhören, so rumzuschreien? Weißt du, wie scheiße weh das tut? Fühlt sich an, als würde ich einen Anspitzer ficken. Dann leide stiller, Chung. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Selten so gelacht! Oh. Wir sind ja da.
Okay, wir sind... Ich zahl später! Ich ruf dich an! Aber... Oh, das tut so verfickt weh! Scheiße! Okay, was haben wir noch auf Lager? Aber das, sie meint ja nicht töten, ne? Wir können ja mal kurz dahin fahren, wenn wir schon hier in der Nähe sind. Organisiertes Verbrechen? Pass auf. Ja, okay. Wo ist denn das organisiert? Ist das weit? 80 Meter. Jetzt bist du dran! Irgendwo schießt noch jemand. Fest. Und wie? Ja. Wie war es noch mit Hacken?
Also nicht so. Ich hab's vergessen. Das irgendwie oder ist doch ein Scharfschütze oder so. Gehst du mal in Deckung? Haben wir. Okay. Ja, ich winke schon. Was heißt das? Thank you.
heißt das? Aus dem Zusammenbruch steht bevor. Da wollte mich einer hacken oder wie? Oder hat mich gehackt? Und wie kann man das dann... Da ist einer. Yes!
Ja, ich habe was für euch. Da. Bist du noch, Süße? Du versteckst dich. Du hast recht. Okay, ich verstehe. Gut. Mission abgeschlossen. Hätte explodiert. Hier ist ja noch einer. Cyberware. Aber wo sind die anderen, die vorher alle getötet haben? Die ganzen Leichen sind weg. Ich glaube, wir haben alles. War noch irgendwo an der Säule etwas? Okay. Na denn? Da oben war noch einer. Den muss ich natürlich auch noch holen. Sehr schön. Okay. Habe ich sonst alles hier? Kistenstab. Ach ja.
Flutlicht. Ja gut, dann haben wir alles. Ich laufe jetzt nicht die Leiter hoch. Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Oder vielleicht doch. Mal gucken. Hat sich voll nicht gelohnt. So, wir haben ja hier 0. Keine Ahnung, aber wir haben 0. Ich dachte, wir hätten etwas bekommen. Inventar, was haben wir denn Schönes? Rucksack. Wo ist das Scharfschützengewehr? Da. Das wechseln wir mit. Oder? So, wir haben Nachrichten. Gucken wir mal. NCP Dispatcher. Polizeifunk. An alle NCPD-Subunternehmer gesucht werden Verdächtige für organisiertes Verbrechen bei der Ross Street und Shipyard Way. Eine Gruppe Scavenger unter der Führung von Jelena Sidorova, bewaffnet und gefährlich, haben Obdachlose angegriffen. Die Behörden bieten eine Belohnung für die Neutralisierung der Bedrohung. Okay, Bartmus-Kollektiv. Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird, fällt dein wahres Ich dem Kapitalismus zum Opfer. Wildes Geschrei im Totentanz ist keine Schlagzeile wert, wie vielleicht probt da bloß eine dieser Maelstrom-Bands. Oder es ist was viel Schlimmeres. Ich muss dich nicht daran erinnern, dass das ein Maelstrom-Hotspot ist, oder? Wenn du bestätigen kannst, dass ein Cyberpsycho dahinter steckt, halt ihn bitte am Leben. Danke. Victor Vector, ein kleines Geschenk. Wow, danke, Vic. Ja. Ich stehe mir immer noch bei Alfutz die Beine in den Bauch und gucke dem Gras beim Wachsen zu, die Maelströmer machen. Fröhlich Party. Was auf dich hier wartet. Hey, ich bin's. Der Typ mit... Du weißt schon. Der mit dem Schwanz im Spitzer. Ja, genau. Wollte nur kurz Bescheid sagen, dass ich dir das Geld überwiesen habe. Und? Konnten sie dein Teil, du weißt schon, retten?
so gut sie konnten und wenigstens sind die Schmerzen weg. Egal, sobald alles verheilt ist, besorge ich mir ein besseres Modell. Warum tust du dir das an? Soll das eine Scherzfrage sein? Ja. Warum besorgt sich irgendwer ein Mr. Stark? Damit es im Original nicht spritzt? Vergiss es. Wir hören uns. Bestimmt hören wir uns. Ich höre so ein Ding, Ding, Ding und... Sauwetter. Oh, sorry, die Kamera. Nein, es war keine Absicht. Dieser Arm, er gehört nicht zu mir. Überhaupt nichts ist von mir. Alles kalter Stahl. Ein Mönch mit dem Kletterarm. Geht es dir gut? Leg dir nicht ein Gelübde gegen Implantate ab? Doch, das habe ich. Glaubst du, ich habe das freiwillig gemacht? Entschuldige, dass ich mich nicht verbeuge. Ich bin noch etwas unbeholfen mit der neuen Situation. Soll das heißen, dich hat jemand gezwungen? Nicht nur mich, auch meinen Bruder. Sie haben uns betäubt und meinen Körper geschändet. Und sie haben sich dabei über mich lächerlich gemacht. Wie kann man einem Menschen nur so etwas antun? Ich verstehe das nicht. Wer sollte sowas machen und warum? Wir waren unterwegs und haben Almosen gesammelt. Da kamen sie auf uns zu. Sie lachten und fragten uns, ob wir auch Implantate als Spende annehmen. Sie waren mehr Maschine als Mensch und sagten, sie würden uns besser machen, wie Werkzeuge. Maelstrom. Und dein Bruder? Ist er noch bei Ihnen? Ja. Ich war zuerst dran. Und dann haben sie überlegt, wie sie ihn modifizieren. Du siehst wie jemand aus, der mit ihnen sprechen kann. Ich bitte dich, hilf meinem Bruder. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Ich will nicht, dass er so endet wie ich. Na gut, ich helfe. Aber das könnte eine fiese Nummer werden. Maelstrom macht keine Späße. Es muss einen anderen Weg geben. Bitte hilf uns. Aber ohne Blutvergießen. Ich flehe dich an. Oh, auch noch. Ich sehe, was ich tun kann. Dein Bruder kommt jedenfalls frei. Versprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Sie halten ihn in einem Lagerhaus. Nördlich von hier gefangen. Du findest es bei der Straße entlang der Docks. Okay. In die Richtung. Ich lasse das Auto da stehen. Ja, ihr Lieben, aber
die Mission machen wir erst im nächsten Part. Ich laufe schon mal dahin. Und irgendwie laufe ich falsch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentare, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part retten wir den Mönch. Bis dahin. Adios.